Einen Orden für Santos. Das steht in allen Zeitungen. Er war lange hinter uns her. Aber jetzt sind wir diesen Spürhund endlich los. Als Belohnung bekommst du für Super 7 ein fantastisches Kopfgeld. In echten Dollar natürlich. Dann sagen Sie mir gleich, wo Sie sind. Die echten Dollar. Sicher nicht in Ihrer Hosentasche. Super 7. Ich habe Sie was gefragt. Wo sind Sie? Sie sind... Wir haben Sie in Sicherheitskassetten bei verschiedenen Schweizer Banken deponiert. In verschiedenen Städten. Basel, Genf, Lausanne, Luzern und Zürich. In dieser Kassette hier finden Sie alle Unterlagen und die Schlüssel. Die Kassette! Und jetzt noch etwas. Warum wollen Sie die Panafrikanische Union verhindern? Was haben Sie in Afrika vor? Für wen arbeiten Sie? Von einer Panafrikanischen Union habe ich noch nichts läuten hören. Ich arbeite für mich und für niemand sonst. Ich bin überhaupt nur auf Geld aus. Warum haben Sie dann in Basel die echten Dollar gegen falsche ausgetauscht? Wenn Sie nur auf Geld scharf sind, dann brauchen Sie doch nur die... Cobras ist tot. Im Laboratorium muss Explosivstoff sein. Der Konzentrationsmesser zeigt es an, ein Irrtum ist unmöglich. Wir müssen sofort die Basis verlassen. Gleich kann alles in die Luft fliegen. Ich weiß, du bist Super 7. Jetzt geht's ins Grab und nicht ins Bett. Bist du denn vollkommen übergeschnappt? Ich bin es, siehst du das nicht? Er wollte mich zwingen, hier mit allem in die Luft zu fliegen. Das ganze Ding wird gleich ein Schrotthaufen sein. Wenn wir am Leben bleiben wollen, müssen wir hier raus. Los jetzt, fass mein Gesicht an, ob das meine eigene Haut ist oder nicht, aber schnell. Entschuldige bitte, aber ich konnte es doch nicht wissen. Er bewegt sich ganz genauso wie du. Ah. Sofort die Automatik für die Maschinengewehre ab. Ja, gut.